Metal, Leute, Serpin hier. Heute geht es um ein Thema, was mich relativ stark nervt. Und was ich einfach durch meine Eltern erst überhaupt entdeckt habe. Also, ne, meine Eltern fahren viel Auto, weil Job und so. Und ja, da hört man ja normalerweise Radio. Und da ist mir jetzt aufgefallen, wie penetrant das eigentlich ist. Radiomoderatoren, die einfach so überenergetisch, überfreundlich, überglücklich sind. Und Alter, ich wusste nicht, dass man sich so hart abfacken kann. Diese Drecksvolk an Untermenschen. Also, for real jetzt. Wieso können Leute das mögen? So, mein Vater will nicht irgendwie Spotify oder irgend so ein Scheiß hören. Der will halt wirklich, dass die Typen sehen. Ihn halt einfach zulullen mit diesem Scheiß. Und ich verstehe es nicht. So, kann man sowas mögen? Die sind einfach wirklich diese Fake-Freundschaftlichkeit. So, ne, der wirkt halt wirklich so überfreundlich. Als wäre der durchgehend auf Emma. Okay. Also klar, man soll nicht so. Willkommen zu meinem Minecraft-Let's Play. Ich versteuere überhaupt nicht, oder? Sein, aber klar, so. Das ist halt schon ein bisschen unangenehm. Und sorry für den Ear-Rape, falls er einen Kopfhörer trägt, ne? Auf jeden Fall, man soll nicht klingen, als hätte man gerade zugeschaut, wie seine beiden Eltern sterben und danach der Holocaust 3.0 ausbricht, aber ey, jetzt muss ich wirklich immer dieses. Oh, toll, dass du jetzt in unserer Sendung bist. Schön, dass du angerufen hast. Danke. Können wir doch bitte noch den Schwanz lutschen? Oh. Alter, ey. Junge. Es fuckt mich so hart ab, wie ich einfach versage im Leben. Dass ich mir so wirklich. Oh. Ich hab so hart versagt. Ich reg mich so über so einen Schuss auf. Also es ist ja, die tun keinem weh, so. Es ist halt schon irgendwo traurig, dass meine Eltern sowas brauchen, um Radio zu hören. So. Wann habe ich das letzte Mal freiwillig Radio gehört? Irgendwie mit 6, 7 Jahren. Also, ja, es ist halt wirklich. Ich verstehe es nicht, warum so alte Menschen immer diese gefühlsvollen, fröhlichen, energetischen Menschen brauchen. Ich meine, reicht es nicht, was man normal so hat? So kann ein Moderator nicht einfach mal normal reden? Aber mit einer entspannten, ruhigen Stimme wie jeder andere Mensch und nicht einfach, oh, toll, oh mein Gott, danke, dass du diesen Stau gemeldet hast, oh ja, du bist der Beste. So, ich finde sowas einfach ab hören, wenn ich das höre. Es ist so ein Scheiß durchgehend. Ja. Also hau da rein irgendwie. Ich wollte jetzt einfach nur mal kurz loswerden, was ich das an sich für ein Scheiß finde, dass sowas gemacht wird, aber naja. Bis dann zum nächsten Mal. Folgt mir auf Twitter @zerplinyt. Ist auch nochmal in der Endcard angezeigt, wie ich da heiße. Ansonsten, der abonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke und haut rein und werft was in Rainers Karten. Ja!